Carla kommt bestimmt gleich. Hör mal, willst du vielleicht mal eine Kleinigkeit essen? Danke. Weißt du was? Ich leiste dir beim Warten Gesellschaft. Wir stellen uns jetzt mal Champagner und schöne Trüffel und dann sitzen wir hier bei dem schönen Wetter. Und bis Carla kommt, haben wir schon einen Sitzen. Hm? Das ist lieb von dir. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Aber es ist einfach ein besonderer Tag für Carla und mich. Was denn? Sie hat eben viel zu tun. Trotzdem hätte sie wenigstens anrufen können. Danke, Charlie. Wie kann es denn sein, dass Ansgar der Einzige ist, der finanzielle Transaktionen vornehmen kann? Sag mir das! Carla, wir müssen die Reißleine ziehen, sonst sind wir verloren! Meine Rede! Wie man seinen eigenen Bruder so hassen kann. Aber ich kenne seinen wunden Punkt. Das ist es. Was hast du vor? Das sage ich dir gleich. So Mist. Sie sehen besorgt aus, Frau Mann. Ist Carla von Lahnstein schon im Schloss? Tut mir leid, ich habe sie zuletzt heute Morgen gesehen. Carla, endlich! Stella, es tut mir total leid. Ich weiß, ich habe dich sitzen lassen. Das ist ja nicht so schlimm, aber du hättest dich wenigstens mal melden können. Ich weiß. Ich mach's wieder gut, versprochen. Was war denn los? Ja, Ansgar, was sonst? Weißt du, Elisabeth und ich, wir waren die ganze Zeit damit beschäftigt, eine Strategie auszuklügeln. Stella, hör zu, ich versuche, so schnell wie möglich Schluss zu machen und dann komme ich zu dir, ja? Einverstanden? Einverstanden. Okay, dann bis später. Tschüss. Okay, wo waren wir? Pass auf. Alles in Ordnung mit Stella? Ja, ja. War sie nicht sauber? Nein. Also, das Wichtigste in Ansgars Leben ist? Hannes. Ganz genau. Und da packen wir ihn an. Ich werde ihm damit drohen, seine Scheinehe mit Tanja vor dem Jugendamt auffliegen zu lassen. Carla, was soll das bringen? Ja, da muss er befürchten, dass er das Sorgerecht für Hannes verliert. Nicht. Außerdem, wie willst du das anstellen? Ich setze einen Korgel auf ihn an. Ein kleines Sorry. Du hast schon geschlafen, hm? Halb eins? Klar habe ich schon geschlafen. Es tut mir leid. Du bist leider nicht in meinem Bett, weil ich nämlich auf dich gewartet habe, blöd wie ich bin. Es ging nicht schneller, wirklich. Aber jetzt bin ich doch da. Zu spät. Stella, ich weiß, dass es alles anstrengend für dich ist. Aber ich muss was gegen Ansgar unternehmen, sonst bringt er uns alle um unsere Existenz. Carla, bitte. Ich bin nicht in der Stimmung, um über Ansgar zu reden. Ich bin müde und ich muss ins Bett. Ja, ich doch auch. Allein. Verstehe. Dann bis morgen. Schlaf gut. Frau Mann. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh. So früh und schon so fleißig. Oh, die sehen ja gut aus. Ich konnte ohnehin nicht schlafen. Was gibt es da Besseres als Bewegung an der frischen Luft? Verzeihen Sie. Bitte, wenn ich mich in etwas einmische, was mich wirklich gar nichts angeht, aber Sie haben es im Moment nicht leicht mit Carla, nicht wahr? Ach ja, und ich hoffe, du hast den Bestellschein für dein Büromaterial schon ausgefüllt. Du brauchst nicht zu glauben, dass du unangreifbar bist, Ansgar. Was denn? Sollen wir deine kleinen Drohungen hier Angst machen? Ich meine, schau dich mal an, wer bist du schon? Eine Lesbe, die bald nichts mehr hat. Carla, hör nicht hin. Hör gar nicht hin. Komm gar nicht hin.
das alles noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, wir sollten uns was anderes überlegen. Auf keinen Fall. Der Plan wird funktionieren. Aber das ist doch nicht der Punkt. Entschuldigung, ein kleiner Gruß aus der Küche. Das ist lieb, danke. Ja, entschuldigt mich bitte, ich habe ja ganz vergessen. Es tut mir so leid. Ich habe mich unmöglich benommen. Ich weiß auch nicht, total egozentrisch und... Ich bin so froh, dass du den ersten Schritt gemacht hast. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich auch nicht. Unser erster Monatstag und ich lass dich hängen. Sicherlich gibt es noch die ein oder andere Gelegenheit, bei der du es wieder gut machen kannst. Und außerdem, anstatt gleich eingeschnappt zu sein, hätte ich auch ein bisschen mehr Verständnis für dich aufbringen können. Weißt du, um ehrlich zu sein, die Sache mit Ansgar, die wird immer bedrohlicher. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe ihn ja vorhin erlebt. Aber das hilft alles nichts. Du musst doch mal zwischendurch abschalten. Sonst machst du dich fertig. Ich weiß, aber das ist leichter gesagt. Als getan. Aber dafür bin ich da. Das ist gut. Weißt du was? Ich glaube sogar, dass ich weiß, wie ich ihm das Genick brechen kann. Erzähl. Ich werde sie heute noch anrufen, dann wird die Sache über die Bühne gehen. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Der Plan wird aufgehen. Glaub mir. Also nur, damit ich das richtig verstehe. Du hältst deinem Bruder einen Keugel auf den Hals. Mhm. Und davon lässt du dann Fotos machen, mit denen du ihn erpressen willst. Erpressen, so würde ich das nicht nennen. Sondern? Ich will ihn nur darauf hinweisen, dass das Jugendamt es sicherlich höchst interessant findet, wenn es erfährt, dass die Verbindung zu Tanja eine reine Scheinehe ist. Nenn es, wie du willst. In meinen Augen ist das Erpressung. Ach. Und hast du mal drüber nachgedacht, auf wessen Kosten deine Aktion geht? Ja, auf Ansgars natürlich. Ihm wird nichts anderes übrig bleiben, als auf meine Forderung einzugehen, wenn er das Sorgerecht nicht verlieren will. Und was ist mit Hannes? Was soll mit ihm sein? Nichts, außer dass er vielleicht seinen Vater verliert. Ach, so ein Quatsch. Wenn Ansgar tut, was ich will, dann wird Hannes nichts passieren. Und was, wenn nicht? Du spielst mit den Gefühlen eines Kindes, das seinen Vater liebt und braucht. Wenn Ansgar nicht auf meine Forderung eingeht, dann kann es mit seiner Vaterliebe nicht weit her sein, oder? Ach, Carla, jetzt hör dir doch mal selber zu. So wie du sprichst, bist du kein Deut besser als Ansgar. Was soll ich denn machen? Soll ich mich weiter in seinen Intrigen aussetzen? Ja, ich weiß doch auch nicht. Aber ich kann nicht glauben, dass du dich auf sein Niveau herabbegibst und damit in Kauf nimmst, dass Hannes verletzt wird. Ich erkenne dich nicht wieder. Es ist nicht mehr die Frau, die ich liebe. Ich würde gerne eines ihrer Mädchen buchen. 3.500 Euro einzahlen. Scheiße. Ich brauche eine Dame, die einen Mann verführt. Der geschmeidige Jaguar rettet dich vor der bösen Schlange. 3.500 Euro? 3.500. Carla, ist doch gar keine Schlange. Doch, die ist sogar eine ganz gefährliche Schlange. So, und jetzt versteck dich, sonst fress ich dich zum Abendessen.